In Quarantäne halte ich mich fit mit genau solchen Workouts. Ready? 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 Workouts, die den ganzen Körper beanspruchen und die nicht allzu lang geht. Dafür gebe ich Gas, wenn ich die Workouts mache. Ready? 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 Für die Beine und den Po sind. Und darum ist es auch wichtig, dass der Po immer schön angespannt ist. Jetzt in Quarantäne mache ich 3-mal in der Woche ein solches Workout, und zwar immer am Morgen. Abgesehen von meinen Home-Workouts schaue ich einerseits noch auf die Ernährung, also dass wir uns gesund ernähren und ausgewogen. Und ich gönne mir einmal in der Woche auch noch einen Yoga-Online-Kurs. Quarantäne-Tipp ist wirklich, nehmt euch fix vor, wenn ihr die Home-Workouts machen wollt. Ich habe mich fix vorgenommen am Montagmorgen, am Mittwochmorgen und am Freitagmorgen. Und dann gehe ich ohne zu morgen meine Workouts machen. Zu allem anderen habe ich gehört, dass es dann wirklich an die Fettbürstchen und an seine Reserven geht, die man hat. Und eigentlich nicht von dem holt, wo man gerade vor einer halben Stunde zum Morgen gegessen hat. Und nachher ist es eins zum Morgen umso besser.